Hallo und herzlich willkommen bei Red Rock Candle. Heute ist Wochenende, beziehungsweise für mich noch nicht, für euch aber, wenn ihr das Video seht. Und am Wochenende spiele ich World of Tanks. Und ich mache das wie immer, wenn ich das Malstern hier wegkriege. Bei mir ist es hier jetzt ein Mal 3 Stern. Wenn ich die wegkriege, springe ich zum nächsten Panzer über, bis seine Malsterne weg sind und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht, wie oft ich mal 3 Sterne noch habe, aber ich glaube, die habe ich noch ein bisschen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gewonnen. Sonstiges, mal 3, aussehen nicht. Da, ich habe 6 mal 3 Sterne. Also, es kann ein bisschen dauern. Wir werden heute nur den Schweden sehen. Dann viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ah ne, bis zum nächsten Mal. Dann hauen wir mal rein hier. Okay, die erste Runde geht los. Mir wurde mal gesagt, in den Kommentaren stand irgendwann mal, habe ich gelesen. Ich habe es jetzt erst gelesen, aber Kommentar kommt von irgendwann her. Ich soll mich mehr auf einen fokussieren, damit ich den schnell auf Tier 10 kriege. Also sollte mir eine Spur merken und dann die bis auf ein Tier 10 spielen. Mache ich ja jetzt gerade. Ich fokussiere mich meistens immer nur auf den ersten, wenn die Malsterne weg sind, dann gehe ich immer weiter. Den Ladeschützen reparieren. Wow, nice. Also ich habe ein paar Schüsse gemacht, ich habe ein bisschen Schaden gemacht. Ich bin bestimmt nicht der Letzte. Maschinengewehr. Manche leichter haben ein Maschinengewehr. Und ein anderen Kommentar, der da mal bei mir drin stand, war, soll erst auf die schweren spielen, dann die mittleren, dann die leichten, damit ich mich besser an das Spielen gewöhne. Aber es kommt ja mal drauf an, wie man spielt, mit die schweren, mit die mittleren und die leichten. Natürlich ist mit den Schweren ein bisschen leichter. Der ist halt, hat eine starke Panzerung, hält mehr aus, ist nicht so schnell kaputt. Was halt mit den Leichten nicht ist. Die leichte Kiste ganz schnell kaputt, dafür ist es halt schneller. Hat jeder halt seine Vor- und Nachteile, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, von wegen, dass mit den leichten, mit den schweren leichter ist zu spielen als mit den mittleren. Du hältst halt mehr aus. Schön. Er hat gesessen. Ein Sieg. So kann es auch gleich weitergehen. Von mir war es jetzt zwar nicht gerade sehr gut gespielt, aber noch nicht mal 3 heute gekriegt. Mal 3. Mit dem Platz, zweiten Platz, ersten Platz noch nicht gekriegt heute. 1, 2, 3. Vierte Beste. 5, 6. 6 beste Spieler. Hat gestern in dem letzten Video auch so angefangen, ne? Mit dem 5 besten, jetzt 6 bester. Danach war ich 2 beste oder so.
haben allerdings verloren und danach waren wir verloren. Gut, dann würde ich mal sagen, ey, was ist das hier? Kriege ich ein Like und einmal zwei Fäuste gegeneinander kämpfen. Dann würde ich mal sagen, geht's weiter, nächste Runde. Viel Spaß. Okay, es geht wieder weiter mit den schwedischen Panzer. Die nächste Runde. Ich habe meinen Namen übrigens umbenannt. Ich heiße es zwar jetzt noch Stefan Red Dog, muss noch bearbeitet werden. Ich habe es auf Red Dog Gamble umbenannt. Deswegen. Let's go. Deswegen nicht erschrecken, wenn ihr gleich halt einen anderen Namen dort seht. Wenn das denn akzeptabel ist. Nichts. Abschuss gibt viele Punkte. Schwerer gegen einen schweren. Oh weia. Beide haben ungefähr gleich viel HP. Der hat 257, der hat 247, glaube ich, ist das. Bedenken, ich spiele nur auf so einem kleinen Monitor, ja. Oh. Ihn noch einmal so treffen, dann ist er down. Ja. Zweiter Sieg. Ich bin als Vorletzter gestorben, aber war ich auch der Vorletzte?
Also aus meinem Team der Vorletzte. Nee, der Drittletzte war ich. Ah, keine Dreiermedaille. Oh, Fortschritt. Jawohl, vielleicht habe ich den ja fertig jetzt. War ich so schlecht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der 8. Beste. Egal, gewonnen. Weiter geht's. Wie ihr seht, ich habe immer noch das Sternchen mit mal 3. Also sprich, ich spiele immer noch den schwedischen Panzer. Aber ich denke, die nächsten zwei Runden ist er weg. Weil dann habe ich alles freigespielt. Also heißt es, ich werde ihn nur noch heute spielen. Ab nächste Woche habt ihr dann einen anderen Panzer. Schade, schade, schade. Also mir fehlen eigentlich nur noch 2000 Sterne, dann habe ich die letzte Erweiterung von dem Panzer und das wäre ein neuer Panzer. Schau, was die anderen beimachen. So weit weg. Steht genau hinterm Hügel. Oh. Ja. That was. Erste Niederlage in diesem Video. Gleich geht es noch weiter mit der letzten Runde. Aber ich denke, da werden wir bestimmt gewinnen. Bestimmt. Oh, ich war ja gar nicht mal so schlecht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9 da. Fast der ganze Gegner. Gegnerische Block war besser als ich, fast. Gut, dann würde ich mir sagen, nächste Runde, let's go. Okay, die nächste Runde geht los, auch wieder mit den Schweden. Ein schwedisches Wochenende sogar. Let's go.
Wo fahren wir hin? Keine Stimme. Wie viel? Jetzt wurde ich erwischt. So, Suchi? Schade, schade. Ich glaube, du hast 31. Dina? Na ja, das haben wir verloren. Dina, die du? Schläfst du? Esther? Bist du tot? Er schießt von hinten. Keine Stimme, ne? Okay. Hey, wo seid ihr? Oh, karena pakai handphone itu kali ya, jadi dipakai handphone buat. Das ist im Zielmodus drin, deswegen fährt er rückwärts gegen die Wand. Sonst hätte er es gesehen. Okay, noch zwei. Können wir ja doch noch gewinnen. Ja, der Leichte ist jetzt weg. Oh, daneben geschossen. Weg ist er. Hier ist noch der Schwerpanzer. Der war da hinten. Wie bitte? Das wird knapp. Wieso? Nicht für uns, für den Gegner. Oder der geht auf Zeitspiel. Jetzt kannst du auch schießen. Der ist da. Boah, 662 Schaden. Was hat der für eine Kanone drauf? Jetzt weißt du, warum die Leute immer so viel gerne den KV2 spielen. Weil es uns Schar macht. Sieg! Einmal verloren, dreimal gewonnen. Das ist doch sehr gut. Nicht meinetwegen. Ich habe immerhin auch 498 Schaden gemacht. Das hat der eine Panzer mit einem Schuss gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der sechstbeste. Ziemlich konstant gewesen, ne? Immer so in den 10er-Bereich. Gut.
Und dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und nächstes Mal ist er hier weg. Ich brauche noch 2000, kann ich mir den anderen kaufen. Immer noch. Dann wird's mit denen hier weitergehen. Also bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.